So, wir machen heute eine Orientierungssendung. Freue mich auf Ihre Vorschläge aus der Mitte des Parlaments. Ich höre. Wer bedroht unsere Grundrechte? Der Stummfilmstar James Finlayson? Oder doch der Komiker Karl Dall? Oder eine Mischung aus beiden? Und es ist ja auch nicht so, als wäre es kein Problem, dass wir nicht in die Grundrechte der Menschen stark eingegriffen haben in den letzten Monaten. Das ist ja wahr. NRW-Innenminister Herbert Reul drückt gerne mal ein Auge zu, wenn es um die Grundrechte geht. Sein neues Versammlungsgesetz beschränkt Gegendemos, Blockaden, erlaubt Drohnenaufnahmen und gilt, sobald mehr als zwei Leute öffentlich eine Meinung haben. Und jetzt will er auch noch schon wieder draufsatteln und diese sogenannten Spaziergänge verbieten. Das widerspricht dem legendären Brockdorf-Beschluss von 85. Linke Atomgegner erfochten damals vor dem Bundesverfassungsgericht, dass die Anmeldepflicht bei Spontandemos nicht greift und die Demos deswegen auch nicht einfach aufgelöst oder verboten werden dürfen. Bis heute spazieren jeden Sonntag wackere Recken total spontan und ohne Anmeldung zum Atomlager in Gorleben. Manche waren, als das anfing, noch Kinder. Stichwort. Bei einer Schwurbelprozession im Dezember in Bayern moniert die Polizei, Kinder würden wie eine Waffe eingesetzt und eines habe eine Ladung Pfefferspray abbekommen. Deutschland empört. Im Atomgegnerblog ausgestrahlt.de erinnert sich heute der 18-jährige Lenny, er sei von seiner atombewegten Mutter damals schon als Kind zu den Demos mitgeschleppt worden. Nervig und anstrengend sei das gewesen. Sein Vater, Polizist, habe sich Sorge um Gewaltauseinandersetzungen gemacht. Demos. In Sachsen war das Versammlungsrecht zuletzt auf 10 Personen ortsfest, also so Meinung haben im Rumstehen, runtergedrosselt. Damit kann man RB Leipzig verhaften. Das sind 11 und manche bewegen sich sogar. Ich würde es begrüßen. Oder man kann natürlich hysterische Vergleiche zur DDR-Diktatur machen. Inzwischen dürfen auch in Sachsen wieder 200 demonstrieren. Eine der letzten linken Großdemos vor Corona war 2016 die gegen TTIP, das Handelsabkommen. 150.000 Teilnehmer in Berlin. Wir schalten mal rüber. Die Versammlung findet nicht statt. Der Polizeiführer hat die Versammlung untersagt. Reingelegt. Heute marschieren manche damals Linke vor dem Karren der ewig Rechten. Und noch ist hier ja so ein Rest von Demokratie, dass sie immer öffentlich Diktatur brüllen dürfen. Anderen geht das Schleifen der Grundrechte am Arsch vorbei und bricht einem das Hirn und das Herz, sich jetzt auch noch für die Rechte dieser anderen einsetzen zu müssen. Doch es gibt keine Grundrechte nur für Grundlinke. Wer die anderen brüllen lässt, bewahrt einfach unser gutes Erbe. Gern geschehen. Sie erinnern sich, früher ging man einfach an die Tanke, piste dem Tankwart vor den Tresen und bekam dafür den Kaffee billiger. Heute ist das komplizierter. Aha, das ist also dieses Sanifair. Die Werbeagentur Scholz ohne Friends hat dieses Konzept jetzt zur Impfkampagne veredelt. Der Look ist von Sanifair, der Slogan von Soziokultur Sachsen. Impfen hilft. Jedenfalls der Agentur. 60 Millionen Euro ist der Etat. Viele werfen Scholz ja jetzt schon vor, dass er sich einfach zu oft verpisst. Am Dienstag präsentierte die AfD ihren lustigen Ottefanten. Und der will Bundespräsident werden. Max Otte ist in der CDU, präsidiert der Werteunion und zupft sich gerne mal öffentlich am Darm. Und Crash-Prophet Max Otte an der E-Gitarre. Außerdem ist er so rechtsradikal, dass sogar Hans-Georg Maaßen hinschmeißt. Maaßen kennen Sie von der Arbeitsgemeinschaft kritischer Verfassungsschützer in der NSDAP. So, das geschah Dienstagvormittag. Dienstagabend schmeißt die CDU Otte raus. Zum Vergleich, das Parteiausschussverfahren der SPD gegen Thilo, Karl Dall, Sarrazin dauerte in 3 Anläufen 11 Jahre. Womöglich haben wir Friedrich Merz unterschätzt. Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages informiert zum Thema Defensivwaffe. Eine allgemein fundierte Definition, was darunter zu verstehen sei, existiert nicht. Zur Abwehr entwickelte Waffen können auch offensiv eingesetzt werden. Entscheidend sei nicht der Konstruktionsgedanke der Waffe, sondern der Wille der Benutzenden zum jeweiligen Einsatz. Sieht der nicht schon so aus, als hätte er Panikherz geschrieben? Haben beide heute Geburtstag. Teilweise sehr herzlichen Glückwunsch. Und der hier hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich oder ich wie er. Zusammen, glaube ich, 140 Jahre.
70-70, ne? 140.